Ja, was geht, Bruder? Wo ist Ramon, Alter? Wir wollten eigentlich heute ein Video machen, ne? Jungs, keine Ahnung, ein Video machen, Alter. Er wollte schon Stunden in Kasse sein. Wir stehen hier, kein Plan von nix, Alter. Weiß nicht, wo er ist. Ich schwöre bei Gott, nein. Aber ich glaube, Vertretung oder so. Ja, ne? Ich glaube, Vertretung. Irgendwann sollte heute kommen, habe ich gehört. Und so. Was für eine Vertretung? Ich weiß auch nicht. Nur so ein Deutscher. Irgendwie so ein Deutscher, habe ich gehört. Was für ein Deutscher? Was heißt denn hier Deutscher? Also... Irgendwas gegen Deutsche? Du bist doch selbst einer. Nee, natürlich nicht. Moin, hier ist der Norbert. Wegen Ramos da, hier, ne? Ja. Von dem habe ich einen Anruf gekriegt, kennen uns noch von früher, Maler und Lackierer, hätten wir bei uns im Betrieb gelernt. Und zwar, ja, hat er gesagt, dass ich jetzt hier vorbeikommen will und den Interviewpart unternehmen will. Er will sich halt ein bisschen mehr aufs Rap-Game konzentrieren. Und ja, Norbert, wer braucht dazu nicht zu sagen, Rest steht da selbst. Mitkommen. Auf geht's. Ja, wie gesagt, Leute, ne? Wir starten jetzt ein schönes Interview. Und zwar werde ich mal gucken, wie Kassel so drauf ist, kleiner Idiotentest, kleine Umfragen, bisschen Smalltalk. Gucken wir mal, was sich hier so ergibt, und dann wollen wir mal gucken, ob die Leute hier so klug sind, wie sie da vorgeben. Der fährt schon mal ganz doof Auto, meine Damen und Herren. Wollen wir mal gehen? Was ist hier los? Ja, grüß dich, Norbert, mein Name. Alex, mein Name. Alex. Und du? Mia. Ja, grüß dich hier, Norbert am Start, ne? Hi, wie heißt der erstmal? Spurge, moin. Spurre, was ist das denn für ein Name? Wo hast du den ausgekramt? Spitzname, nennt man mich so hier. Spurre? Ja, genau. Spurre. Okay, wie ist dein richtiger Name? Justin Timberlake. Genau. Spurre, alias. So, du? Ich bin Gök. Gök, eigentlich Gök Tam, aber jeder nennt mich Gök. Gök gegen Spurre. Meine Damen und Herren, kleine Challenge, der Verlierer. Legt ihr erstmal eine Dance-Show ein, ja? Was habt ihr euch denn Schönes gekauft? Für Norbert auch was dabei? Nein, alles für den Geburtstag. Für Norbert nichts dabei? Ach, so ein Pech aber. Oh. Ich stelle mich mal so hier zwischen euch. So. Na, nicht lunzen. Berlin schreibt man am Anfang mit B und hinten mit H. Stimmt das? Nein. Warum nicht? Ja, weil da kein H drin vorkommt. Kommt kein Haar drin vor? Nee. Nein, sag ich. Also sagst du nein? Nee. Mhm. Nein. Warum? Weil hier noch ein N steht. Berlin schreibt man am Anfang mit B und hinten mit H. Stimmt das? Ich habe das mal irgendwo gelesen, das stimmt. Aber ich weiß nicht warum. Echt? Wo hast du das gelesen? Ich habe auch mal so ein Umfragevideo gesehen. Sorry. Ja. Ja. Und da hast du gelesen, dass man das, dass das stimmt, dass man das vorne mit B schreibt und hinten mit H? Ja. Okay. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God. Ich lese euch das jetzt nochmal vor. Berlin schreibt man am Anfang mit B und hinten mit H. Stimmt das? Beide sagen nein. Lassen die Antwort erstmal auf. Let's go! In einem Lifthaus ist im ersten Stock ein Zahnarzt. Im zweiten Stock ein Anwalt und im dritten Stock eine Prostituierte. Ja. Welcher Knopf wird am meisten gedrückt? Gerne die Prostituierte. Warum? Ah, sind wir heute ein bisschen notgeil oder was? Nein, ich weiß nicht, aber ich glaube, die meisten wollen da Spaß haben. Ja. Damn! Aha. Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass es der dritte Knopf ist. Der dritte Knopf, soll ich dich mal aufklären? Ja. Später. Okay. Bei der Prostituierten? Warum das denn? Für die Männer? Für die Männer? Was haben die? Meinst du, die Männer sind so notgeil heutzutage oder was? Ja. Ehrlich? Kennst du auch nur Arschlöcher? Mhm. Oder wie kommst du darauf? Mhm. Also paar, aber nicht alle. Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind. Wie, ehrlich jetzt? Und du glaubst, das ist die richtige Antwort?
Richtig, das war die richtige Antwort. Oh, seid doch nicht so ernst, Junge. Ihr könnt doch ruhig lachen. Ja, Dritter, ne? Definitiv. Hast du schon geschrieben? Bruder, denk mal ein bisschen logisch nach. Was hast du? Ah, der Erste. Dritte? Nein, der Erste. Schuss. Damit steht's 1-0 für Göck, meine Damen und Herren. Lappen. Reihe Nummer 3, meine Damen und Herren. Du nimmst an einem Wettrennen teil und überholst den Zweiten. Wie viel bist du jetzt? Der Zweite. Wenn ich den zweiten Platz wurde, wäre ich dann als zweiter Platz. Sicher? Sicher? Sicher. Okay. Letzte. Letzte? Warum letzte? Weil ich in Sport eine 3 habe. Oh, das tut mir leid. Aber wenn du es versuchst zu trainieren, jeden Tag an dich glaubst, dann wirst du bestimmt eines Tages Erster. So. Mach weiter, ja? Alle machen weiter, ja? Wir machen weiter. Du hast doch nichts falsch gemacht. So wie ich es getan habe. Du hast doch noch die Chance auf ein schönes Leben, Mann. Lass den Scheiß hinter dir her. Nochmal. Du nimmst an einem Wettrennen teil und überholst den Zweiten. Wie vielter bist du jetzt? Ja. Sporre, ja? Mhm. Sporre sagt Erster. Erster. Göck sagt Zweiter. Und damit steht es 2-0 für Jack. Wenn man den Zweiten überholt. Wenn du zwei, noch bist weiter. Dritter Platz, du wolltest den Zweiten, dann bist du musst du den Ersten überholen, mein Junge. Ah. Ja, Weisheit heißt ja nicht nur mit Löffeln hier fressen, ich merke das schon. Kein Problem. Haben wir alle das Problem. Komm, kommt man in eine Sauferei rein, da werden die einfachsten Fragen zu schwer. Lappen. Ja. No, I'm an Indian. I believe no alien. I'm an English man in New York. Ja, die sind alle hier noch ein bisschen schüchtern. Vielleicht ist das auch die tropische Sonnenhitze hier. Weil Deutschland wird ja langsam Türkei. Das wissen wir ja alle. 40 Grad und so. Deswegen sind die alle ein bisschen, glaube ich, Kopf. 7 Heuhaufen und 11 Heuhaufen werden zusammengetragen. Wie viele Heuhaufen ergibt das? 7? Warum 7? Moment mal, 7 Heuhaufen und 11 Heuhaufen werden zusammengetragen. Zusammengetragen. Wie viel sind das insgesamt? Einer, dann. Das ist ja. Ich dachte 7. Ein Heuhaufen. Okay. 7 Heuhaufen und 11 Heuhaufen werden zusammengetragen. Wie viel Heuhaufen ergibt das? Wie viele? 7 Heuhaufen und 11 Heuhaufen werden zusammengetragen. Wie viel Heuhaufen ergibt das? 7 und 11. Ja. 17. Oder? Bruh. Ja. Habt ihr schon aufgeschrieben? Natürlich. Fangen wir mal bei Glück an. Was sagst du? Einer. Was sagst du? Ein. Steht auch wirklich da. Hat er wirklich einen aufgeschrieben? Damit steht's 3-1, glaube ich, ne? Ja. Für Glück. Peters Mutter hat 3 Kinder. Tick, Trick und? Wie? Ja, nochmal. Peters Mutter hat 3 Kinder. Tick, Trick und? Keine Ahnung. Peters Mutter. So. Der klassische Vorlager. Ja, ich bin ein Idiot. Nee. Nein, du bist kein Idiot. Du hast viele Fragen gut beantwortet. Okay. Danke, dass du mitgemacht hast, mein Junge. Was hast du heute noch vor? Ich will gleich nach Hause fahren und dann. Und dann? Chillen oder so, keine Ahnung. Chillen, das ist die Jugend von heute. Chillen, chillen, chillen. Was heißt das, chillen? Ja, abhängen. Relax oder was? Ja, relax, genau. Take it easy? Genau. Das hört sich schon besser an. Peters Mutter hat 3 Kinder. Tick, Trick und?
Weiß ich nicht, kann sowas nicht. Peters Mutter hat 3 Kinder. Tick, Trick und? Kommen wir zur letzten Frage. Und auf die Frage gibt es 2 Punkte. Hm. Meine Chance. Deine Chance. Soll ich extra verlieren? Mach mal. Dann machen wir beide zusammen eine Dance-Session. Ja, das ist ein Kumpel. Irgendwo. Peters Mutter hat 3 Kinder. Tick, Trick und? Aufschreiben. Es sind Tick, Trick und Track. Ey, Sporre, komm schon. Ja, ich hab jetzt Tracking geschrieben, weil das ist safe. Was hast du geschrieben? Ich hab Sporre geschrieben. Gut, damit habe ich die Frage beider verkackt. Aber du hattest ja 3-1 Führung, deswegen heißt das Sporre. 2-1 nur, oder? 3-1 schaffst du. Das ist die 5. Frage, oder? Junge, je nachdem, er hat auf jeden Fall gewonnen, ne? Wollen wir jetzt nicht Sporre, du musst tanzen. Und jetzt ich tanze mit. Macht mal Musik. Machen wir kurz Cut und machen wir Mucke und dann geht's weiter. DJ? Tag. Richtig, super. Ist richtig gut, Mensch. Ladies and Gentlemen, wir haben einen neuen Tagessieger. Wie hieß dein Name nochmal? Mia. Mia, Mensch. Das ist Kassel. Weiter so. Ja, normal. Ey, du kennst das nicht. Hier. Feuert mal den Sporre an hier. Put your hands in the air. Sporre. Was soll ich denn machen, Alter? Ich hab dich. Cordula Grün, du bist nicht schwer zu verstehen. Cordula Grün, ich würde dich gern wiedersehen. Ich hab dich tanzen gesehen. Danke. Da ist wieder euer Norbert, Leute. Ich habe euch meine Schuhe durchgefallen. Wenn ja. Mach richtig Radau auf YouTube, mach richtig Lärm, push den Kanal in die Höhe. Gib mir Props, gib mir einen Daumen, gib mir auch einen Zeigefinger. Ich will dazu sehen, dass ich deinen Rabos stoppe. Der soll sich mal auf seinen Rap konzentrieren. Der kriegt er sowieso nicht hin. In diesem Sinne, gut Nächtle.